Hallo und willkommen zurück bei FIFA 16. Ja, meine Freunde, das ist die letzte Folge vor dem Rückrundenstart. Ja, genau, die letzte Folge vor dem Rückrundenstart in der Fußball-Bundesliga. Aber für uns geht's hier genauso weiter. Wir sind ja schon in der besagten Rückrunde. Und zwar geht es gegen die Wölfe als nächstes. Da bin ich mal richtig gespannt, wie das Spiel wird. Denn da erwartet uns auf jeden Fall viel Spannung. Da geht es nämlich um Champions-League-Plätze, um Europa-League-Plätze, einfach um alles. Der fünfte gegen den sechsten. Also da erwartet uns auf jeden Fall ein heißes Duell zweier guter Mannschaften. Bin ich mal gespannt, ob wir uns da auch bewähren können gegen diese Mannschaft oder ob es eher weniger gut wird. Erstmal werden wir Baba draußen lassen, weil der ist komplett überspielt. Und wir nehmen Stylefelidis mit und Evangelista bleibt ebenfalls zu Hause. Wir nehmen Mora weg mit. Und für Townsend würde ich sagen, bringen wir in diesem Spiel S-Wein von Beginn an. Townsend halten wir mal, trotz dass schon einiges an Kondition verloren hat, einfach mal in der Hinterhand. Falls wir irgendwie mal nachlegen wollen, Sturm lassen wir erstmal so, wie es ist. Nur würde ich diesmal gerne für Matthäus Parker mitnehmen. Mal sehen, ob das was wird. So, dann würde ich mal sagen, rein in die gute Partie. Was haben wir noch am Parallelspielen? Keine, na wunderbar. Also rein da. Ja, bevor wir jetzt hier loslegen, würde ich jetzt mal sagen, wie seht ihr denn die Rückrunde in der Fußball-Bundesliga? Ist die Chance für Überraschungen? Ich meine, ich gebe hier nicht viel auf Testspiele, aber Bayern verliert in Karlsruhe oder gegen Karlsruhe. Dortmund bisher ein ziemlich souverän. Schalke weiter mit Problemen in der Vorbereitung. Wie seht ihr das? Also meiner Meinung nach kann es auf jeden Fall eine richtig spannende Rückrunde werden, wenn die Bayern nicht mehr ganz so dominant auftreten. Mal schauen. Auf jeden Fall hier jetzt erstmal der Fünfte gegen den Sechsten, die fast mit demselben Torverhältnis daherkommen. Und dann schauen wir doch mal. Ja, am morgigen Tag startet also die Rückrunde dann gegen, ich glaube, die Folge müsste Donnerstag erscheinen. Also am morgigen Tag müsste dann dementsprechend, ja toll, die Rückrunde starten mit den Bayern gegen den, war das gegen den HSV? Ich meine schon. Ich finde es schade, dass das Spiel als Eröffnung genommen wird, also als Freitagseröffnung, weil ich glaube, da gab es ja noch die beiden, das Borussen-Duell. Das wäre meiner Meinung nach das viel bessere Eröffnungsspiel gewesen, wenn wir hier die erste Chance haben und im Nachschuss landet der Ball zwar ein Tor, aber es war wohl Abseits. War es Abseits? Ja, war es. Zu Recht zurückgepfiffen. Schade. Jetzt müssen wir aufpassen. Wie gesagt, die Wölfe sind eine Mannschaft, die auf jeden Fall das Kaliber hat, uns zu schlagen. Sonst stellen sie nicht mit uns da oben drinne. Und für uns ist es die erste richtige Bewährungsprobe in der Rückrunde. Ja, das war jetzt nicht so gut. Jetzt vielleicht mal schön weitergeleitet. Und da kommt da Kanada. Der braucht zu lang. Ich weiß jetzt nicht, was er gepfiffen hat. Ich schätze mal ein Foulspiel am Torwart. Anders kann ich mir das gerade nicht erklären, warum er das zurückgepfiffen hat. Lasogga spielt nochmal nach außen. Und einfach mal aus der zweiten Reihe abgezogen, aber das ohne Druck. So bleibt es weiter beim 0:0. Aber wie in den anderen Spielen auch, sind wir doch wieder sehr dominant. Also finde ich zumindest, ist zumindest meine Einstellung, wenn ich da jetzt die Hinrunde nehme, wo wir eher auf Konter gespielt haben und
Konterfußball gesehen haben. Es ist doch jetzt deutlich mehr. Schade. Schöner Freistoß. Aber keine Bewährungsprobe für den Keeper, der den Ball locker aufnehmen kann. So, Paul Verhaag. Rüber auf... wow, was war das denn? Jetzt sind wir zum ersten Mal in der Defensive gefragt. Und da ist Palacios. Ja, ich frage mich, wie das ein oder andere Spiel mal mit Hits ausgegangen wäre, aber so ist das nun mal. Ich meine, ich hätte natürlich auch Marvin Hitz versuchen können zu halten. Aber ich glaube, mit Palacios werden wir auf lange Sicht gesehen auf jeden Fall den besseren Keeper an der Angel haben. Vielleicht sogar schon Anfang nächster Saison. Jetzt aber vielleicht die Möglichkeit. Schade. Noch fehlt der letzte Pass. Um hier... den Druck aufs Tor zu machen. Eine halbe Stunde ist gleich durch. Auf jeden Fall sehr unterhaltsam, diese Partie. Von den Wolfsburgern weniger offensiv, aber immer natürlich gefährlich. Darf man nicht vergessen, sie stehen nicht umsonst auf dem 6. Tabellenplatz. Direkt in Schlagdistanz zu uns. Ja, und das war natürlich abseits. Da brauchen wir gar nicht hinterhergehen. Jetzt vielleicht mal die Wölfe. Stark gemacht von Paul Verhaag. Das müsste Einwurf für uns geben. So ist es. Ne, das war gar nichts. Vom Bayer. Leitet damit einen möglichen Konter ein. Aber gut von Opare gearbeitet. Da hinten den Ball schön zurückgeholt. Und jetzt mal vielleicht dadurch, dass wir den in den Lauf schicken. Die Chance da. Nein. Es fehlt nach wie vor der letzte Punch. Jetzt vielleicht mal Lasogga. Verzieht da. Mensch. Der Ball kommt super nach vorne. Und jetzt kann es mal gefährlich hinten werden. Aber auch das. Keine Gefahr für die Augsburger. Ball verlost. Caligiuri geht da mal durch. Kuh. Super gespielt. Und das war nochmal eine dicke Möglichkeit für die Wölfe durch. Tja, jetzt habe ich seinen Namen vergessen. Das wollte ich schon Luis Suarez nennen, aber das ist er ja gar nicht. Und nicht Firmino. Ich komme noch auf seinen Namen. Egal. Peinlich, peinlich. Normalerweise kennen wir auch die Namen. Und da ist Halbzeit. Tja, 0:0. Ein überschaubares Spiel. Wenig Offensivtaten auf beiden Seiten. Hatten zwar die eine oder andere Möglichkeit. Jetzt bringen wir mal Freuner. Den Rest lassen wir erstmal so für die zweite Halbzeit. Da wollen sie wohl direkt mit Power kommen, aber das wird nichts. So, erstmal hinten rum. Und jetzt über Klavan. Ja, man sieht schon, die Wölfe scheinen jetzt ein klein wenig aus ihrem Kellerloch zu kommen. Weniger abtasten, mehr Angriff. Boah. Kriegt er den Ball nicht unter Kontrolle? Was zur Folge hat, dass jetzt erstmal die Wölfe in Ballbesitz sind und versuchen, einen Angriff aufzuziehen.
Schön in den Zweikampf gegangen. Und jetzt, wenn es jetzt schnell geht, haben wir hier vielleicht einen Konter. Tja, aber das dauert teilweise zu lange, teilweise auch schlecht gelaufen. Und der Abschluss, das gibt's ja nicht. Da war auch deutlich mehr drinne. Mann, Mann, Mann. Und im nächsten Spiel, seht ihr schon, geht's gegen den SC Freiburg. Also auch ein möglicher Dreier unter Umständen. Boah, Ballverlust. Und jetzt müssen wir aufpassen. Nicht, dass wir hier... Ah, und das war natürlich jetzt ein Mega-Ballverlust von den Wölfen. Ah, komm schon, kriegst du noch. Und wie er den kriegt. Mein Gott. Chaos. Jetzt Altin Top. Und der Kopfball landet neben dem Tor. Mann Gott. Also hier geht einiges ab gerade. Das Tor will aber bisher einfach nicht fallen. Wir haben hier deutlich über Wasser, was die Torchancen angeht. Was jetzt nicht unbedingt für uns sprechen muss. Na, da muss man sich ja noch fragen, wieso steht es nur 0:0? Bei 7 Torchancen wäre da nicht vielleicht doch mehr drin gewesen. Nun ja. Ja, und der Pass kommt auch nicht an, aber es gibt Freistoß. Und gleichzeitig werden wir sagen, mal eben ein Wechsel. Wen wechseln wir denn mal aus? Ich würde sagen, bringen wir Stifelidis für Paul Verhaag. Und Stifelidis geht ja natürlich auf links, während Opparé dann auf rechts rüber wechselt. Gibt auch eine Karte für Dante. Ja. Muss man geben. Denn da trifft dann nur den Mann und sonst nichts. So, mal schauen, ob hier was drin ist. Bobadilla. Vielleicht wäre doch ein Abspiel besser gewesen. So, Opari. Rauf auf Altintop. Und der schickt Lasogga. Und Lasogga kommt da nicht am Gegenspieler vorbei. Es bleibt spannend. Es bleibt richtig, richtig spannend in dieser Partie. Muss ich zugeben. Weil ein Sieger können beide am Ende sein. Weil die Wölfe immer wieder gefährlich werden können, wenn sie nach vorne kommen und auf solche Fehler spekulieren. Nur sie tun sich momentan schwer im Spiel nach vorne. Und ich würde sagen, wir wechseln jetzt auch den letzten. Und zwar Lasogga holen wir raus. Und für ihn bringen wir Parker. Es war ein Spiel durch. Townsend bekommt dieses Spiel Pause. Im nächsten Spiel wird es auch leichter für die Wölfe. Da geht es dann nämlich gegen Nürnberg. Aber zwei Tage später müssen die erst ran. Da kommt der Ball rein. Aber der Keeper ist zur Stelle. So, Abwurf. Es war ein schneller unter Kontrolle bringen, dann geht das auch. Nix da. Das war ein bisschen zu unkontrolliert. Während die Wölfe jetzt versuchen, mal einen kontrollierten Angriff nach vorne zu bringen. Aber keine Chance. Die Abwehr steht super bis im Moment. Jetzt Freuner chippt den Ball auf Kuh über die Außen. Immer noch Kuh und das gibt Einwurf. Das war super. Kann er den Ball behaupten? Es war ein Versuch. Schade. Da war sie, die nächste dicke Möglichkeit. Und jetzt Altintop. Boah. Aber Maus nicht vorbei. Parker. Ja, aber Parker ist da ein wenig alleine. Findet keine passende Anspielstation. Es geht erstmal hinten rum. Aber jetzt. Altintop.
Parker, aus Spitzenwinkel wird ab nix. Parker, abgefälscht. Noch ist das Spiel nicht vorbei. Wir sind jetzt in der Nachspielzeit. Okay. Das war nicht geplant. Und wir sind immer noch in der Nachspielzeit. Es ist immer noch nicht vorbei. Und ich habe das Gefühl, die letzte Chance gehört auf jeden Fall uns. S-Wein. Spielt super die Chance. Der Nachschuss. Und da ist der Ball drinne. In der Nachspielzeit. Dritte Minute der Nachspielzeit. 1:0 für den FCA. Halil Altintop nach super Vorarbeit von S-Wein. Der da super einläuft. Dann rüberspielt auf die 9. Das ist Parker. Und dann steht Altintop genau da, wo er stehen muss, und schiebt den Ball, nachdem der Ball abgewehrt wurde vom Keeper, und schiebt ihn über die Linie, und so steht es in der 93. Spielminute, also in der allerletzten Minute der Nachspielzeit. 1:0. Das ist natürlich riesig, und dann praktisch mit dem Abpfiff auch das Tor gefallen und der Sieg in der Tasche. 1:0. Na, das nenne ich mal ein Finale hier. Meine Fresse. 1:0 Erfolg für den FCA in diesen Minuten. Wow. Also das war dann am Ende doch relativ glücklich, vielleicht sogar verdient insgesamt, aber ein so wichtiger Erfolg, wenn es darum geht, die Champions League Plätze zu sichern und Europa sowieso, da werden wir gleich mal genauer drauf schauen. Vor unserem nächsten Spiel gegen Freiburg dann. Und Palacios jetzt schon auf der Stärke 73. Wir erinnern uns, Hitz war, glaube ich, bei 78. Also, es sind nur noch 5 Stärkepunkte und dann wäre er schon auf dem Level. Dann gehen wir mal durch. Bis zum Freiburg-Spiel, da spielen wir freitags. Erstmal gucken hier die E-Mails. Aktuell ist aus England und Nachricht von Spielern Parker, was die kommende Partie angeht. Ja, leck mich. Ich hätte dich einmal spielen lassen und schon hat er wieder Ansprüche. So, momentan haben wir 5 Punkte jetzt auf Wolfsburg, die kein bisschen abgerutscht sind. Die Hertha ist jetzt schon 8 Punkte von uns entfernt. Das nenne ich doch momentan mal einen attraktiven Tabellenstand für uns. Die Dortmunder auf der 4, punktgleich mit uns, haben aber das deutlich bessere Torverhältnis, trotz dieses 5:1 gegen uns. Das muss man sich auch mal auf der Zunge zergehen lassen. Die Gladbacher momentan auf der 3 und ganz oben die Bayern haben eine Niederlage kassiert, stehen jetzt hinter Leverkusen auf Platz 2. Im Tabellenkeller keine großen Veränderungen. Schalke holt Punkt für Punkt und klettert damit ein bisschen raus. Aber Freiburg und Nürnberg, nun ja. Nun gut, die Bayern verlieren gegen die Kölner. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Die Kölner schlagen die Bayern also mit 1:0. Mal sehen, wie es da weitergeht. Da wird sich Leverkusen bei den Kölnern bedanken, dass sie damit die Tabellenführung übernehmen konnten. Also rein in die nächste Partie. Es geht gegen Freiburg. Eine Wahnsinnspartie. Da bin ich mir sicher. Jetzt so die Frage, wie stellen wir uns auf? Spielen wir so oder lassen wir einiges draußen? Ihr wisst, hiernach ist das Champions League-Spiel gegen Porto. Ich würde sagen, wir holen nur Kalsenbracker raus, bringen für ihn Lenglet und Kalsenbracker macht Platz für Hohmann, einmal komplett draußen. Alles andere würde ich sagen, lassen wir aber dabei. Das nächste Ligaspiel, da werden wir dann wohl einiges durchwechseln und im Parallelspiel spielen Gladbach. Jetzt haben wir doch Schnee, scheiße. Naja, ich hoffe mal, wir haben den passenden Ball dafür. Auf jeden Fall Gladbach gegen die Bayern. Das Parallelspiel auch sehr interessant. So ein Tor würde ich gerne mal im Spiel machen. Wir sehen bei Schnee jetzt in Freiburg. Ich hoffe, das ist eines der letzten Schneespiele jetzt. Nun ja. Und wir haben einen gelben Ball. Ach, immerhin einer, den man erkennen kann. So. Ich guck mal, dass wir gegen Freiburg möglichst schnell klare Verhältnisse haben. Weil hier ein Sieg wäre doch sehr von Nutzen, nachdem wir jetzt einige Siege in Folge eingefahren haben. In der Rückrunde sogar noch ungeschlagen sind, also jetzt im neuen Jahr. Mit einem einzigen Unentschieden, das war gegen Mainz. Ansonsten alles gewonnen. Das ist dann doch schon eine super Quote momentan, die wir aufzuweisen haben.
Dann wollte es auch mit Tempo versuchen. Das war natürlich ein Foulspiel. Wird aber nicht zurückgepfiffen. Ja, Andros Townsend, der im letzten Spiel nicht gespielt hat, hat da jetzt auch nicht sonderlich gefehlt, weil es war wirklich so schon eine super Mannschaftsleistung. Mal sehen, wie es heute wird. Natürlich dürfen wir Freiburg nicht unterschätzen. Weil Freiburg wird natürlich jedes Spiel wie ein Endspiel sehen, wenn man nämlich so da unten drin steht, muss man jeden Punkt mitnehmen, den man halt irgendwo ergattern kann. So, nach 12 Minuten kann man was sagen. Es ist genau das, was wir erwartet haben. Und dann die dicke Szene hier. Das wäre es beinahe gewesen. Die Führung für den krassen Außenseiter. Da kann sich Crew mal durchsetzen. Bringt den Pass zu Altintop. Aber der kann sich nicht behaupten. Und das gibt, glaube ich, Einwurf für Freiburg, dachte ich. Aber es gibt Einwurf für uns. Und Crew steht da parat. So, Bayer. Dann haben wir Townsend. Townsend. Ah. Fault da seinen Gegenspieler. Hätte man auch Geld für geben können wegen einem taktischen Fouls. Aber so geht es dann weiter. Und wieder ist Townsend am Ball. Versucht er seinen Gegenspieler stehen zu lassen. Wird aber abgegrätscht. Stark vom Freiburger Verteidiger. Und Bayer versucht es, aber kein Durchkommen. Dann jetzt nochmal Paul Verhaag. Versucht aufzubauen. Raus auf Bobadilla, der da gut Platz hat. Bobadilla. Und Bobadilla! Und da haben wir den nächsten Lattentreffer. Was ist denn los hier im Spiel? Die zielen alle ein bisschen zu genau heute. Die Flanke, aber gut verteidigt. Also, zweimal Latte, hüben wie drüben. Mittlerweile... Oh Gott, was war das denn? Da muss er natürlich hinterher jetzt erstmal. Aber kommt erstmal nicht hinterher. Aber Baba passt dann super auf. Und Bayer, Altintop. Ah, schade, der Pass war gut gedacht. Der wollte seinen Gegenspieler aussteigen lassen. Beziehungsweise den Gegenspieler von Bobadilla war es, glaube ich. Dem Bobadilla den Platz freiräumt. Und so steht es nach 31 Minuten 0:0. Nach Toren 1:1 nach Lattentreffern. Und jetzt muss Freiburg aufpassen. Das könnte jetzt einen gefährlichen Konter geben. Bobadilla. Immer noch Bobadilla sieht da Altintop. Und im Nachschuss. Mal wieder im Nachschuss. Steht es dann 1:0. Durch La Soga. Ja, das häuft sich gerade ein bisschen, das mit den Abstaubertoren. Aber ich sag mal, drin ist drin. Darauf kommt es ja nun an. 1:0 durch Pierre-Michel La Soga. Für Freiburg natürlich jetzt ein weiterer Rückschlag. Während wir uns drauf und dran machen, jetzt erstmal hier an dem Freitagsspiel nach oben zu schieben. Weil, wie gesagt, bei einem Sieg, wow, würde es für uns erstmal nach oben gehen. Wenn ich die Tabelle richtig in Erinnerung habe. Zum ersten Mal seit langem wieder auf einen Champions League Platz und die Freiburger lassen hier was liegen. Was eine ziemlich große Chance war eigentlich. Aber das sind halt so Szenen, die dann zeigen, warum sie dort unten drin stehen. Und das war abseits. Oder nicht? Doch. Tja, Ball im Tor, aber abseits. Hier nochmal, das war doch ziemlich deutlich meiner Meinung nach, oder? Ja, so deutlich war es gar nicht. Sah im ersten Augenblick deutlicher aus, als es war. Aber es war schon richtig, die Entscheidung.
Aber das heißt noch nichts. Es geht immer weiter. Die Freiburger momentan schwindelig gespielt im Mittelfeld. Boah. Aber die Abwehr steht immerhin noch relativ sicher, trotz Rückstand. Boah, da muss man aber aufpassen. Und das war auch abseits, sagt der Schiedsrichter. Und dann müsste jeden Augenblick die Halbzeit zur Halbzeit gepfiffen werden. So ist es. Und somit steht es 1:0. Nach dem Tor von Lasogga. Und mehr braucht es nicht. Bayern und Gladbach momentan 1:1. So, und es ist Zeit für Wechsel. Ich würde sagen, vorne im Sturm vor allem Mattausch für Lasogga. Townsend holen wir raus. Für ihn bringen wir Esswein. Und den letzten Wechsel schauen wir da mal. Weil wie gesagt, es wartet ja auch ein verdammt wichtiges Spiel auf uns in der Champions League. Ich hoffe, es ist nicht so mutig von mir, jetzt schon die wichtigsten Spieler rauszunehmen. Aber sie sollen halt fit sein, wenn es dann zur Sache geht. So, versuchen wir es mal mit Bayer. Immer noch Bayer rüber auf Bobadilla. Bobadilla mit Platz, aber der passt dann natürlich viel zu feste. Wir sind in der 50. Spielminute gerade mal, also nach 40 Minuten hinzugehen. So ein 2:0 würde jetzt deutlich mehr Ruhe ins Spiel bringen. Also in unser Spiel zumindest, denn das der Freiburger ganz bestimmt nicht. Hallo? Vorteil? Manchmal ist die Vorteilsregel in diesem Spiel echt ein bisschen schlecht ausgelegt. Oh, da hätte er durchziehen müssen. Jetzt müssen wir hier auf den Konter achten. Nicht, dass wir hier jetzt in den Konter geraten, aber wir kommen in den Konter. Und ja, aber keine Gefahr. Gibt nur eine gelbe Karte im Nachhinein. Ich weiß jetzt nicht für wen. Und es gibt Ecke. Hä? Ecke? Was? Naja, Paul Verhaag sieht auf jeden Fall die gelbe Karte. Und da ist unser Keeper mal wieder. Räumt alles vor sich ab. Es war kein Abseits. Ja, und was das jetzt war, keine Ahnung. Aber gut für uns. Jetzt muss man gucken, dass wir hier ein bisschen Ordnung ins Spiel bringen. So, Paul Verhaag. Schickt da Esswein über die Außen jetzt. Er setzt sich da gut durch im ersten Augenblick. Esswein. Immer noch Esswein. Spielt den rein zu Altintop. Der raus auf Bobadilla. Und dann der Nachschuss. Und da ist das 2:0. Und da war es Esswein. Natürlich war er es. Zum zweiten Mal zugeschlagen. Die Augsburger. Hier nochmal die Szene, da der versuchte Abschluss und dann Esswein passt da genau auf und hämmert den Ball in die Maschen zum 2:0 am heutigen Spieltag. Und damit geht es natürlich einiges besser. Und jetzt ist natürlich die Überlegung, wie werden die nächsten Spiele aussehen? Verhaag stark. Behauptet die Kugel, kriegt einen Freistoß. Also alles im grünen Bereich. Und da hat Esswein jetzt mal gepennt. Hat sich da von seinem Gegenspieler überraschen lassen. Und die Riesentat unseres Keepers. Wow. Den muss man auch erstmal halten. Hier nochmal, zack. Und dann reißt er die Arme hoch. Stark. Richtig stark von Palacios. Nachdem Esswein den kleinen Fehler mit großer Wirkung da fabriziert hat. So, ich würde sagen, letzter Wechsel, den können wir jetzt auch vollziehen. Altintop lassen wir mal durchspielen. Und bringen wir mal Opparé für Baba. Und dann den Rest müssen wir dann mal schauen. Ich glaube, Kuh wird dann sehr wahrscheinlich in der Champions League nicht spielen. Wow. Da hat Bayern nicht aufgepasst, aber... Dann super nachgesetzt.
So, Paul Verhaag jetzt mal. Spielt den wunderbar zwischen die Abwehr hindurch, aber. Hey! Altintop kann den Ball nicht behaupten. Und da gibt es den letzten Wechsel bei uns. Altintop bei der Ecke. Der kommt gar nicht ungefährlich. Aber der Kopfball nicht genau genug. Eine Viertelstunde noch zu spielen. Und Bobadilla jetzt mal. Raul Bobadilla. Da abgegrätscht. Und das müsste Einwurf Freiburg geben. So ist es. Einwurf für den SC Freiburg. Und unser Lauf würde weitergehen, wenn wir das Spiel hier siegreich gestalten. Und das war ein kläglicher Ballverlust. Das durfte jetzt mal nicht passieren. Jetzt müssen wir aufpassen, nicht, dass wir hier in einen Überraschungsangriff der Freiburger geraten. Aber die Freiburger brauchen viel zu lange. Viel zu lange. Und dann ist der Ball weg und es geht direkt nahtlos in den Gegenangriff. Aber auch das dauert zu lange in diesem Augenblick. Er versucht es einmal und... Der war gar nicht mal übel. 7 Minuten bleiben den Freiburger noch hier irgendwas zu reißen. Man weiß, 2 Tore fallen schnell mal, wenn der Gegner halt überrascht ist. Aber bisher war Freiburg nicht sonderlich gefährlich, vor allem jetzt in der zweiten Halbzeit nicht. Da war die Mannschaft aus Augsburg deutlich gefährlicher. Und das war's. Also die gefährlichste Torschance hatten die Freiburger in der allerersten Szene. Und das war das. War dieser unglaubliche Lattentreffer. Und jetzt Altintop. Er kann eigentlich nicht mehr. Und verletzt sich dann jetzt auch. Wahrscheinlich eine Zerrung. Und das gibt nochmal Abseits. Das hohe Tempo, was die Augsburger gegangen sind. Da setzt er sich durch, aber nicht gegen 2, nur gegen 1. Und nochmal die Torchance, vielleicht für den SCF. Nein, da pfeift er ab. Und am Ende steht es 0:2. Ein verdienter Erfolg. Denn wie gesagt, bis auf den Lattentreffer war da nicht viel vom SC Freiburg. Und so können wir uns über diesen Sieg freuen. Durch die Tore von Pierre-Michel Azoga und dann von Alexander Esswein. Ja, 10:4 Torschüsse, 7:1 davon aufs Tor. Also, das zeigt schon einiges. Und die Bayern verlieren schon wieder. Diesmal gegen die Borussia aus Gladbach. Ja, das ist doch mal eine faustdicke Überraschung. Wenn wir jetzt mal in die Tabelle schauen, mal eben fix. Also bevor die jetzt die anderen Spiele gespielt sind. Hier. Die Bayern könnten noch weiter abrutschen. Gladbach jetzt 3. Nur noch 4 Punkte hinter den Bayern. Und Augsburg jetzt 4. Natürlich mit 43 Punkten. Und wären jetzt nur noch 5 Punkte hinter den Bayern. Das wäre natürlich... Wow. Da riecht es natürlich wieder nach der Chance zur Meisterschaft. Wie sieht es hier mal eben kurz aus? Pressekonferenz, ole. Und hier, ja, schon Parker ist enttäuscht. Tut mir furchtbar leid. Aber mal ernsthaft, Jung. Du bist halt nur ein Ersatzmann. Halt, 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 halt. Ich will Training machen. Puh, wir haben es geschafft. Gut, dann machen wir das Training noch. Und dann nochmal eben ganz kurz einen Blick auf die Tabelle, wie sie denn momentan aussieht. Und dann können wir uns erstmal zur Ruhe setzen, denn dann ist erstmal Folgenende. So, nochmal ein Blick auf die Tabelle nach dem 22. Spieltag. Leverkusen jetzt 4 Punkte vor den Bayern. Oh, ein wenig eigenartig. Hallo, was war das jetzt? Auf jeden Fall interessant. Die Dortmunder gewinnen ebenfalls, bleiben damit mit uns zusammen dran und Europa wird immer sicherer, wenn es schon 10 Punkte vor den Berlinern. Das ist natürlich eine klare Ansage. Die Schalker punkten dreifach,
und kommen langsam aber sicher aus dem Keller heraus. Für Freiburg und Nürnberg wird es natürlich immer schwerer von Spiel zu Spiel, vor allem für die Nürnberger. Die Schießbude der Liga mit 49 Gegentoren, ein Torverhältnis von minus 34, also die sind eigentlich kaum noch zu retten. Tja, wenn wir jetzt nach oben schauen, auf jeden Fall wird es da spannend. Ich bin mal gespannt, wie die Meisterschaft weitergeht. Also die nächsten oder die letzten 12 Spiele, die werden auf jeden Fall noch richtig, richtig spannend. Freut euch drauf, ich tue es mich auf alle Fälle. Beim nächsten Mal geht es dann weiter in der Champions League gegen den FC Porto. Da bin ich genauso gespannt drauf, wie dieses Spiel abläuft für uns. Es wird auf jeden Fall eine richtig große Herausforderung, aber machbar. Aber mal sehen, was daraus wird. Also vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal hier bei FIFA 16.